Bewegung natürlich auch etwas Wärmendes ist. Sich warm laufen, joggen und so weiter ist natürlich wichtig. Nur komischerweise jemand, der ständig kalte Füße hat und unterkühlt ist, ja, der mag das gar nicht so gern machen. Der ist irgendwie zu faul zum Sport. Ja, wenn man sagt, er ist zu faul, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Ein Teil der anderen Wahrheit ist, dass die Menschen schon energielos sind über zu wenig Wärme und von daher gesehen eigentlich gar keine Kraft mehr haben, sich wirklich zu bewegen. Jeder weiß das natürlich. Wenn mir kalt ist, mache ich so und wärme mich an über Bewegung und über Reibung. Das kennt jeder und jeder Sportler weiß, dass er sich anwärmen muss, wenn er eine gute Leistung bringen will. Aber dass die Leute faul sind, ist wie gesagt, das ist eher am Ende. Jemand, der chronisch müde ist, kann sich nicht mehr bewegen. Er hat zu wenig Kraft, um überhaupt noch hier etwas, eine Betriebstemperatur schaffen zu können. Und von daher gesehen ist diese Faulheit zweischneidiges Schwert hier. Es ist natürlich anzuraten, sich immer wieder auch zu bewegen, aber da würde ich sagen, da braucht es für viele erstmal eine Anwärmung, zum Beispiel über Infrarot, Ja, um eine überhaupt in Starthilfe. die Gänge zu kommen. Kennen ja auch viele, die sagen, ja, ohne meine Dusche, Viertelstunde morgens, ganz heiß, komme ich gar nicht in die Puschen und kann gar nicht raus. Aber dann, bitteschön, wir sind Bewegungstypen und das gehört dazu. Also Bewegung, Wärme zu kreieren, ist etwas Notwendiges. Und so wie die meisten von uns sitzen wir ja inzwischen als Bedienpersonal für irgendwelche Computer und bewegen uns nicht mehr. Und diese halbe Stunde zweimal in der Woche zu joggen im Vergleich zu 100 Stunden sitzen ist minimal. Also da ist auch von unserer Lebensführung natürlich etwas uns abhanden gekommen. Und darauf aufmerksam zu machen, ist wichtig.